Eigentlich wäre es viel witziger, wenn wir dich mit Untertiteln machen würden und du die ganze Zeit noch dein... Warum? Weil das ist witzig. Ein Scheiß. Das ist voll witzig. Mr. Neon, wie war das Jahr für Sie? Also 2015, mein Highlight war Back to the Future. Da warst du ja auch irgendwie da, oder? Da warst du doch sogar in der Zeitung. Ja. Da haben wir sogar was verlost, ne? Ach nee, Highlights hatten wir. Ja, Highlights. Ach so. Back to the Future, Star Wars und... Das war's, oder? Das war's. 2015 ist vorbei. Alles klar. 2016! Ja, was wollen wir eigentlich tun 2016? Oder was kommt? Auf jeden Fall viele Conventions. Buchmesse Leipzig. Ja. Und die Cosplay-Convention. Yeah! Obwohl, zur Buchmesse müssen wir eigentlich davor noch den Deadpool-Tag... Der ist ja auch schon diesen Monat. Diesen 30. Monat, 30. Was machen wir am Deadpool-Tag? Da sein. Da sein. Ja, da sein. Und auf der Buchmesse rennen wir alle mit einem Counter rum und zählen Deadpool. Deadpool. Und Joachim Menzels. Ja, nee, Achim Menzel. Ja, meine ich doch. Joachim Menzel ist jetzt dann quasi das Upgrade. Ja. Das ist dann quasi schon so die 2.0. Wir labern schon wieder zu viel, Jungs. Wollen wir mal nicht einen richtigen Talk starten? Heute noch? Unvergleich. Wir ziehen uns an. Lass uns mal anziehen. Was denn? 2016, wir haben uns extra für dieses Jahr schick gemacht. Gentlemen. Cheerio, bitch. Cheers. Auf euch. Den machen wir nochmal, oder? Das Jahr 2016, wir drei haben uns extra in Schale geworfen dafür und wünschen euch einen schönen Abend. Cheers, Gentlemen. Cheers. Schlampen. Ein köstliches Gesöff. Vollmundig. Kommen wir zu Filmen, die 2016 rauskommen. Ich persönlich freue mich tierisch auf Warcraft, weil ich hoffe, es wird eine coole Spieleverfilmung und der Trailer ist schon mal super. Eure Meinung dazu? Kommentare, weißt du? Mein absolutes Highlight dieses Jahr wird Suicide Squad sein. Ich gehe absolut ohne Vorurteile in den Film ran. Also im Netz hört man immer mal so dieses ganze Gehate Harley Quinn. Was ist das für eine Besetzung? Und Jared Leto als Joker. Ich gehe mit großer Freude daran, denn ich bin der Meinung oder ich habe das Gefühl, dass es quasi eine komplette Neuinterpretation ist, beziehungsweise so ein Neustart ist wie damals uns Heath Ledger seine Interpretation vom Joker, der aber den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Deswegen Suicide Squad und Neon Invader wird dieses Jahr auch das Thema Cosplay zum Thema Suicide Squad anstreben. Es wird eine Eigeninterpretation vom Joker geben. Dazu gibt es dann ein Fotoshooting bzw. Besuch auf diversen Conventions, aber dazu dann später mehr. Ted, deine Favoritenfilme dieses Jahr? Favoritenfilme? Oh, das kann ich fast gar nicht beschränken. Es kommen natürlich noch andere Filme raus. Außer Suicide Squad kommt noch Batman vs. Superman raus. Ja. Und natürlich noch Marvel-Filme. Doctor Strange, X-Men, Deadpool natürlich. Ja, bitte? Deadpool-Tag. Der Deadpool-Tag, ja, den gibt es auch in Leipzig und zwar am 30. Januar, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, 30. Da sind wir natürlich auch unterwegs. Also, ja, so wir. Ja, die Crew. Die Crew. Ja, wir halt. Die Crew, Alter. Nehmen wir es mal noch einen Schluck. Außer Comicbuchverfilmung kommen natürlich noch Comicbuchverfilmungen raus, wie zum Beispiel Turtles. Da machen wir natürlich auch noch eine Extra-Sendung drüber, weil ihr wisst ja, wir sind Kinder der 80er, 90er. Und dann gibt es eine Toy-Review, eine Videospiel-Review oder eine Cartoon-Review. Also für Turtles haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. So. Aber wir machen ja nicht nur Filme. Wir machen ja auch noch... Also, wir machen keine Filme. Wir reden ja nicht nur über Filme, wir reden ja auch über Spiele. Und da 2016 auch ein wunderschönes Spieljahr wird, freue ich mich besonders auf Star Citizen. Erstens ist es crowdfinanziert und von der spielerischen Bandbreite ungeheim... Ich freue mich total auf Star Citizen. Es ist crowdfinanziert.
Schlampen. Es ist nicht mein Thema, deswegen keine Ahnung, was es dabei geht. Das Thema von Demi. Ja, also es geht darum, dass du so im Weltraum rumrennst, ein bisschen Raumschlachten machen kannst und ein bisschen als Ego-Shooter rumlaufen kannst, noch eine Wirtschaftssimulation, falls das wirklich kommt und es ist komplett crowdfinanziert und es ist toll und es... Ich freue mich drauf. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Jahr absolut keinen Plan, auf welches Videospiel ich mich freuen soll, selbst wenn ich in den hiesigen Geschäften bin und ich gefragt werde, na, möchtest du irgendwas vorbestellen? Nein. Das ist so retro. Ja, sorry. Apropos retro, Street Fighter, darauf freue ich mich, das ist ein gutes Thema. Der fünfte Teil kommt raus und wir werden natürlich Shootings machen, Reviews machen zu den alten Teilen, also ein bisschen anzocken und Berichte drüber labern. Das können die beiden am besten hier, weil sie nur labern. Das wäre zumindest mein Wunschtitel für dieses Jahr. Weißt du, was natürlich auch noch dieses Jahr kommt? Jetzt kommt's. Doom. Doom! Doom! Ja, Doom! Das war super. Eigentlich für uns alle was, oder? Das geht alles vollkommen an mir vorbei. Ich habe das Plakat zu Doom gesehen und dachte mir, hängt da noch so ein altes Plakat von vor ein paar Jahren? I don't know. Also ich gehe auch vollkommen unvoreingenommen an das Thema Doom ran. Ist es ein Remake? Ist es ein neues? Man darf gespannt sein. Wenn ihr mehr dazu wisst, Kommentare. Also nicht so ein Doom HD-Dingens, hoffentlich. Ja, hoffentlich nicht. Wir dürfen gespannt sein. It's Clobbering Time. Wäre nicht It's Clobbering Time, wenn wir nicht auch auf Conventions gehen würden. Dieses Jahr nehmen wir mit die Buchmesse in Leipzig natürlich. Das Cosplay-Treffen in Leipzig. Nach Dortmund. Die Comic-Con in Dortmund werden wir besuchen. Das wird eine Premiere, die erste Comic-Con ever. Für uns zumindest. Für mich zumindest. Für Demi. Was? Du kommst einfach mit. Ja. Nee. Ich habe keine Zeit. Neon Invader hat einiges in seiner Schublade. Lass mich überraschen. Oder falls ihr selber Ideen habt für Cosplays, was wir dann mal machen sollen. Ja. Dann schreibt es in die Kommentare. Wir müssen euch natürlich noch fragen, wollt ihr unser glorreiches Gelaber zu Serien, Animes, was waren wir noch? Mangas, Toys, Festivalkram. Gestaltet das Fernsehen einfach interaktiv mit. Auf ein glorreiches Jahr 2016. Das Essen ist da. Pizza. Jetzt haben wir das auch bis 18 Uhr geschafft. Wir haben Termine.